Und Servus miteinander. Servus Leute. Willkommen zurück im Badehaus. Tag 5 mit der Schwester diesmal. Da ja unsere Angehörige tot ist, die ist tot. Jetzt war ich ja schon lange in dem Spiel nicht mehr. Aus bekannten Gründen. Und gerade nochmal meine Tasche. Ja, nimm die mal. Gedanken darüber gemacht, wie das Spiel so ist und so weiter und so fort. Und so richtig, boah, ja, Bock, weiß ich nicht. Jetzt war ich ja raus und da weiß man immer schon, okay, jetzt will ich zurück ins Spiel oder will ich nicht zurück ins Spiel. Daran erkennt man schon, ob es einem bockt. Jetzt ist das halt das neue Spiel von Chess Art und dann ist man gleich vorneweg immer so als, ja, als Fan oder vielleicht auch als Kenner der Reihe oder der Spiele von Chess Art. Da ist man gleich drauf und dran, das zu glorifizieren, ohne das Spiel zu kennen. Na, also die liefern, haben wir auch hier abgeliefert. Das ist klar erkennbar als Chess Art Spiel. Ist es aber auch für jemanden, der jetzt nicht unbedingt diese Art von Spiele mag, geeignet, um da, oder kennt, sagen wir mal, kennt, geeignet, um da einzusteigen, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt fast sagen, wir gucken nochmal, wir sind da noch nicht durch mit dem Spiel. Bis jetzt würde ich sagen, okay, ja, jeder, der es kennt, Schiller's Art, kann man das nehmen. Es gibt keine Überraschungen bis jetzt. Es ist sauber programmiert, bis auf dieses eine komische Ding, was ich heraufbeschworen habe mit dem geknickten hier Genick. Und selbst die deutsche Übersetzung ist relativ gut, muss man sagen. Also da haben sie Leute, jemanden, wie auch immer, der das jetzt gut übermacht, den sie mal ranholen können. Das Auto meiner Schwester, jawohl. Ja, also, na, Punkt. Ich bin jetzt nicht geflasht. Bis jetzt ist es halt Schiller's Art Game. Ja, ganz klar. So, das ist natürlich, das sieht aus, als wäre es wie. Was? Sieht so aus, als wäre es hier nicht zu Hause. Ja, ach so, ja, stimmt, die weiß ja noch gar nichts. Ach du wieder, Servus. Der ist ein bisschen heller diesmal, oder? Im Kopf oben rum. Was trinke ich da eigentlich? Naja. Du bist meiners Schwester. Willkommen, willkommen. Er sagt jetzt nichts, ne? Hi, Sie sagten, meine Schwester arbeitet hier. Oh ja, das tut sie. Jedoch ist sie momentan mit ein paar Freunden unterwegs. Sie soll in weniger als einer Woche zurück sein. Oh, kann ich so hier bleiben und auf sie warten? Aber natürlich. Oh, aber jetzt sind wir hier, keine Wäschmöglichkeit. Deshalb ist für die Bewohner gang und gäbe. Gut, jetzt haben wir die erste, was ich gerade gesagt habe, in Übersetzung. Naja, das Badehaus zu benutzen. Gang gäbe? So schreibt man das nicht, oder? Gang, oder? Gott, jetzt bin ich sehr unsicher. Möchtest du hier arbeiten, während du auf deine Schwester arbeitest? Was sagst du dazu? Nee, ich bin eigentlich Urlauben hier, weißt du? Du kannst dann auch mietfrei hier bleiben. Das ist abgeschnitten. Keine Ahnung, was ich da jetzt auswähle. Hört sich gut an, solange ich kostenlos bleiben. Super wahrscheinlich, hört sich gut an. Oh, Verzeihung. Jetzt habe ich voll reingegustet, ne? Na Mann. Tut mir leid. Ich versuche es gerade zu unterdrücken. Es ist nicht schwierig, einen Badehaus zu arbeiten. Jawohl, jetzt haben wir den. War vorher auch rot? Nee, da war grün oder blau, ne? Bin schon lange raus. Gut, also der bleibt jetzt. Na? Nein? Achso, da darf ich nicht rein, ne? Das wird wahrscheinlich eine andere Tür sein, ja. Oh, das ist ja dann die Tür. Von der aus immer der Fliegenfänger reinragte. Was habe ich denn da für eine Schlange? So, weg damit. Ja, jetzt weiß ich echt nicht mehr. Okay, also hier ist es wie immer. Ne? Also am Anfang, hier ist mein Gamer-Lüfter. Dann am Anfang ist hier immer alles dreckig. Wie es sein soll, ist natürlich nichts aufgebaut. Kühlschrank fehlt auch. Da ist das Loch zur anderen Seite, jawohl. Hier hören die Grillen auf. Hier ist eine japanische Puppe. Das ist ja die japanische Puppe anscheinend. Ja, leg mal die Tasche ab. Leg's ab. Okay, auswählen wahrscheinlich. Ablegen. So, da ist kein Loch. Diesmal ist es doch natürlich auf der Seite. Wäre ja auch komisch, ne? Wenn es nirgendwo enden würde. Und hier haben wir die japanische Puppe. Ja, das ist die Puppe. Gut. Jetzt sind wir tatsächlich auf der anderen Seite, aber hier ist ja nichts Ungewöhnliches. Warum ist da immer so ein Dingsel durchgelurrt? Okay, dann gehen wir halt gleich arbeiten, ne? Wir wissen ja, wie der Drill ist. Der hat nichts gesagt, ne? Sag mal, der hat nichts gesagt von wegen hier, deine Schwester ist jetzt Badesalz. Keine Ahnung.
Achso, das ist ein richtiger Krebel. Der gehört alle. Die stecken alle unter einen Hut. Und dann hat er doch gesagt, dass ich stinke. Also jetzt nicht, aber. Na? Schwester. Gut, mal gucken, wer sich jetzt genauso wieder schwer tut, uns aufzunehmen. Ist ein bisschen komisch, das Spiel gerade. Als ob es dauernd was nachlädt. Oh, wollen wir zum Mönch hoch? Ich weiß ja nicht. Wo ist er denn? Und wo ist dieser blöde Opferstock eigentlich? Der ist gar nicht da. Schau an. Schau an, schau an. Das ist seltsam. Wo treibst du den denn um? Ich wollte mich jetzt eigentlich für 10.000 Yen, Dollars impfen lassen, wollte ich schon sagen. Hier, ne? Segnen lassen. Ja. Also hier ist er nicht. Ne? Dann gehen wir mal angeln. Der Schlüssel, ne? Dann nehme ich die Puppe, ist mir lieber als der Schlüssel gerade. Ist klar, hier, ne? Also angeln wir wieder. Als hätten wir nie was anderes hier gemacht. Und da ist jetzt unsere Schwester aber drin. Kilo Badesalz. Daher. Okay, was haben wir da jetzt? Aha, ja und so weiter. Wieso ist er nicht mehr da? Was ist das? Was ist das? Ein Schild. Darauf steht, nehmen Sie sich so viel Holz, wie Sie brauchen. Für was denn? Ich kann mir noch nicht mal was nehmen. Auch wenn ich mich ducke, kann ich mir nichts nehmen. Warum kann ich mich in den Spiel eigentlich ducken? Haben wir das schon mal gebraucht? Nee, ne? Ja, okay, also ich kann mir eh kein Holz nehmen, anscheinend, weil ich keins brauche. Die Grasplantage ist üppig wie eh und je. Ja, und der Shop hat offen, weil da ist hell beleuchtet. Aber ich kann nicht rein. Der hat offen. Dann ist da die Krakrakrähe wieder. So, ich komme wieder mal nicht hin. Diesmal versuche ich es aber länger. Beziehungsweise, ich lasse mir vielleicht noch was einfallen. Was könnte man denn da machen? Schlüssel. Immer bei dem Spiel rumpelt hier was. Es kann halt wahr sein. Ich weiß es nicht. Kann es euch nicht sagen. Das haben die doch eingebaut extra. So, also hier, Josopite, gib mir jetzt diese Scheiße oder lass es sein. Aber krähe dann halt hier weiter, ja? So, Schlüssel ist natürlich Quatsch. Müllbereich ist wie immer, da ist ein Pfeil. Ich weiß nicht, ob es da was ist oder ob da einfach Müll abzulegen ist. Dann haben wir da hinten mal wieder unser Zeugs. Da kommen wir nicht rein und da ist auch so. So, probier bitte. Genau. Okay. Gut. Schlecht, wie auch immer. Dann gehen wir diesmal auf der anderen Seite mal rein, weil wir sind ja da, ne? Er erwartet uns gar nicht. Oh, ich kann hier einfach rein. Okay. Normalerweise, wenn ich reingegangen bin, dann kam ja gleich hier Kunden kommen. Ich glaube, das Spiel hört zu. Ich glaube, das Spiel hört zu und weckt mich dadurch in Sicherheit. Es schickt meine Sprache gleich auf den Server nach Asien und übersetzt das schnell und na und dann, ja. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich dachte, die warten. Wollt ihr meine Puppe sehen? Ach, du bist der Komische. Ja. Das war bloß ein Schatten, glaube ich, gerade. Würde ich gern. Geht aber wieder nicht. Das ist nämlich kein Geld. Sieht komisch aus, ne? Ich kann das Geld halt leider nicht einwerfen.
Ist die Frage, ob jetzt das Spiel komplett am Backen ist? Oder ob das einen Sinn hat, weil das sieht halt wirklich komisch aus, das Geld. Diesmal ist es schwarz. Aber ich kann ja auch nicht interagieren mit dem Typen hier. Pass auf, hier legst du mal weg. Selbst das geht jetzt nicht mehr. Okay, Spiel, ich glaube, du backst. Und das ist ganz heftig. Da geben wir ihn halt einfach ein hier, frei Haus, ne? Handtuch frei Haus. Bitte schön, junger Mann. Ne? Guck nach vorne. Lauf nicht zu Blöde. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit das Spiel gelobt habe, kommen jetzt richtig die Bugs rein. Aber es kam in den letzten Tagen, als ich krank war, zwei Updates, glaube ich. Oder mindestens eins. Handtuch bezahlt, ja. Also das ist nämlich ein. Das ist Geld. Das andere war kein Geld. Deswegen geht's nicht. So, was ist es denn? 5 Yen, doch, ist es Geld. Was war das andere dann? Weiß ich nicht, ne? Also, gib mir bitte nochmal was. Handtuch bezahlt, ja. Hier, Handtuch. Hä? Ach, das waren wir vorher, das ist die Schwester Igitt. Ja, kein Wunder, dass die Leute komisch auf mich reagiert haben. Meine Fresse. Kicher. Hä? Schwester Herz? Ich hab gedacht, du bist mit den Freunden? Bist du das? Hallo? Hehe. Jetzt gehen wir wahrscheinlich raus und hinterher, ne? Sehe ich aber gar nicht ein. Weil ich meine 5 Yen jetzt noch einstecken habe. Und ich bringe Unglück. Ich gehe erst woanders hin. Ich gehe wieder rein. Okay, Schwester Herz, ne? Du kannst mich mal. Wenn du dich anrufst, dann laufe ich dir jetzt auch nicht hinterher. So, wo ist denn der Typ, der hier sein Handtuch mit den schwarzen Yen hier gezahlt hat? Nein, da ist er nicht. Da ist ziemlich dunkel da drin. Da ist er auch nicht. Wo ist denn der hin? Der wird auch nicht in den Lagerraum rein sein. Spiel, wir machen dich jetzt natürlich wieder kaputt. Weil wir nicht das tun, was wir machen sollen. Hier ist es immer noch das mit dem. Ja, genau. Und sonst. Oh, nochmal Holz. Also wohnt hier jemand? Warum kommt das gratis Holz nicht aufsammeln? Wahrscheinlich kann ich später, dann muss ich da nochmal her. Ah. Sowas liebe ich ja. Okay, Schwester, ich komme jetzt doch hinterher. Wird schon passen. Also gut. Ungewaschene Handtücher, jawohl. Ach so, meine. Sorry. Handtücher waschen, mehr Holz für Heizkessel besorgen. Ah, okay. Deswegen ist da oben. Und wo kommen die Handtücher rein dann? Kommen die, wo werden die gewaschen? Hier nicht, ne? Vielleicht hinten auch dann, oder? Sonst bräuchte man ja kein Holz zum Heizen. War das eine Waschmaschine da hinten mit Abflussrohr, bla? War das eine Waschmaschine? Oh gut, von mir aus. Und was ist jetzt mit dir eigentlich? Was ist mit dir? Was ist das? Das Bad ist kalt. Oh, das ist doch nicht das Kältebad, oder? Haben Sie meine Schwester gesehen? Was? Kältebad, ich bin die Einzige, die hier ist. Deine verdammte Schwester juckt mich keinen Scheiß, ey. Ich will einfach nur ein schönes, heißes Bad, Junge. Einfach unglaublich. Ich habe hierfür bezahlt. Automatische Tür. Geduldigen Sie, das Heizsystem funktioniert momentan. Nee, nicht geduldig. Entschuldigen Sie. Ist momentan defekt. Dann repariere es. Solange warte ich in der Sauna. Sauna. Schön. Was? Noch jemand da? Die ist einfach da durch. Hallo, kann ich nochmal mit dir reden? Hallo. Oh, jetzt stecke ich ihn ja drin. Aha, so sieht es also aus, wenn man sie ist. Also hinten ein Loch im Kopf auf jeden Fall. Ach ja.
Damit kannst du zufrieden sein, ne? So. Okay, alles klar. Wir hauen jetzt hier die Hacken rein oder was? Oh Gott, das ist doch wieder die mit dem Bild, ne? Matsuno. Du hast nicht viel Zeit. Du solltest nicht hier sein. Ja, okay, tschüss. Ich hole jetzt noch Holz und tschüss. Und dann schauen wir weiter, okay? Ja, ich weiß, ich habe doch 3 Tage oder so Zeit. Nee, vier. Nee, drei. 3 Tage habe ich Zeit. Gut, dass man es auf einmal nehmen kann. So, dann haben wir das denn. Nein. Richtig schön. Nein. Dann gehen wir nochmal rutschen und dann war es das mit dem Tag. So, also hier, ne? Krähe. Hast du nicht vorhin was gehabt im Schnabel? Ja, doch, hast du. Ja. Ich komme aber nicht hin, ne? Willst du ein Holz? Holz? Was hier? Was Glitzerndes? Ist ja keine Elster, ne? Schaffzeiten. Okay, da lang. Heizraum, ne? Zum Heizen, ist ja klar. Ich und meine Puppe und ich und mein Holz. Holzdonai. Wasser. Aber das Abflussrohr, ja, okay. Wo muss ich? Ach ja, das Holz war ja da drüben. Stimmt. Und das sind wahrscheinlich die Heizdinger. Okay. Uff, das reicht nicht. Ich brauche mehr Holz. Uff, das reicht nicht. Ich brauche mehr Holz. Handtücher mehr. Ja, komm, Handtücher mal mal. Nee. Alles klar. Es brennt wie Hulle. Gut. Der Typ ist immer noch weg. Nichts Ungewöhnliches, nein. 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 Was sag ich mit der Tür? Ah, okay. Mann, das ist voll unfair. Warum hat meine Schwester nicht irgendwie hier Holz gehackt schon? Was soll ich denn hier machen? Wissen wir nicht. Okay, meine Puppe. Stehst du immer noch so da? Schwester, jetzt, ich hab dir gesucht. Ich hab nach dir gesucht. Warte, geh nicht. Du hast nicht bezahlt. Bist hier einfach rein. Was soll denn das? Ich will mich gar nicht duschen anscheinend. Fehlt mir jetzt ein bisschen. So, und die ist jetzt weg. Beziehungsweise, wahrscheinlich gehen wir jetzt gleich hinterher. Gut, das sind der ganzen Zeit kein mehr Kram. Was machen wir jetzt mit der dreckigen Wäsche? Habe ich da was übersehen? Bestimmt, ne? Wobei, es war ja kein Pfeil mehr da. Es war ja kein Pfeil mehr übrig, wo ich die Wäsche hätte reintun können. Der Schlüssel fehlt. Ja. Vielleicht hat es die Krähe. Wenn wir jetzt wieder zurücklaufen und wieder einen Gehirnschaden, Genickschaden davon tragen, dann bin ich aber sauer. Dann mag ich, glaube ich, dann mag ich es nicht mehr. Dann gucken wir ganz kurz da hoch. Nein. Ist ja offen. Nee, ist ja bloß aus, ne? Ja gut, wir laufen halt jetzt einfach mal zurück. Das Auto steht ja noch. Aber bitte nicht, ey. Wenn wir jetzt wieder so einen Genickbruch erleiden, habe ich aber keinen Bock drauf. So, warte mal hier jetzt. Ne? Das war. Welches Zimmer war das? Das da. Okay, keiner da.
Komm. Okay, das passt schon mal alles. Hallo, Schwester. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen. Also klar, doch, Wäsche waschen müssen wir noch. Bloß wo? Ah, habe ich wahrscheinlich wieder verballert. Der Dingsladen hat noch offen, sehe ich gerade. Den hat man ja vorher nicht betreten können. Der hat aber jetzt immer noch nicht offen. Okay. Gut, dann müssen wir die Waschmaschine finden. Hier ist keine drin. Was war das? Ach, das war das. Okay. Ah, das ist das. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach hinten nochmal rein, würde ich sagen. Nach der. Das ist wahrscheinlich die Waschmaschine, oder? Oder was? Oder? Na, wie mache ich das jetzt, wenn der Deckel verschlossen ist? Das kann ich damit? Das ist ja Quatsch, das ist ja der Dings-Schlüssel. Vorne fehlt auch ein Schlüssel. Mit der Puppe kann ich das Ding nicht erschrecken, weil, ne, keine Gefühle. Okay, mir fehlt da der Schlüssel zum Deckel. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht die Waschmaschine. Und dann noch das Abflussrohr. So. Jetzt stehen wir da wieder davor. Dippen. Und klicken wild alles rum. Also das Klopapier ist auf jeden Fall da oben. Das weiß ich jetzt. Ne? Ist gar nicht da, aber ist egal. Wenn es mal gesucht wird, ich weiß, wo es ist. Wieso kommen wir jetzt da rein und vorher nicht? Das macht auch gar keinen Sinn, ne? Okay. Ich wiege genauso viel wie meine Schwester. Das passt. Vielleicht sind wir ja Zwillinge. Und ich habe kein Spiegelbild. Also alles beim Alten. So, diese blöden Yen kann ich nicht einwerfen und ich weiß nicht, ob das Spiel deswegen vielleicht nicht weitergeht, aber ich glaube es nicht. Handtücher waschen, ja, du, ich würde gerne, aber wie? Wie? Mit der Jukebox wahrscheinlich nicht. Und hier ist ja auch irgendwas. Ach nee, da habe ich die weggenommen, ne? Oder? Ich kann sie hier drin waschen. Ach, hier ist ein Schlüssel. Okay, hier ist ein Schlüssel für irgendwas. Probieren wir halt den einmal. Ja, erstmal vorne. Der Schlüssel fehlt, okay. Du sag mal, willst du den Schlüssel vielleicht? Nein. Okay, alles klar. So, dann müssen wir jetzt damit aufschließen. Okay. Dann ist es wahrscheinlich der grüne Schlüssel für Schwester Herz, dem ihr seine Wohnung. Der war also dann grün. Hatte ich doch halb recht. Hatte ja blau und grün im Verdacht. Okay, alles klar. Also, wieder hinter. I guess, ich weiß es nicht. Ich denke mal. So, jetzt aber, hoppala, jetzt aber rein hier. Hier ist wenigstens schon was zu essen. Also, da schläft anscheinend jemand. Hä? Aber hier ist doch das Bett. Egal, erstmal was zu essen kommen. Siehst du, die Süßkartoffel, die war mir wichtig. Die haben wir uns erarbeitet. Die will ich nicht missen. So, dann können wir hier nochmal reinspachteln. Die nimmt ja auch die gleichen Medikamente wie ich, das passt. Okay, also ich finde es blöd, wenn Leute ihre Haare irgendwie auf Kalender kleben. Ich finde es deshalb blöd, weil das einfach, also von der, na, also man kann die Zahlen nicht mehr gut lesen. Na, also ich weiß nicht, es ist nicht mein Ding, aber gut. So, wer ist das? Das ist, ja, das müsste man mal, also, ne? Hört man das? Ich glaube nicht, ne? Jedes Mal, wenn ich da drauf gehe und das Fragezeichen, also ich klicke nicht, bloß drüber schwebe, hover, kommt so ein Klopf. Ach nee, das Klopfen ist immer da. Es war bloß Zufall gerade. Okay, das Klopfen ist immer da. Die
Kartoffel kann da nichts tun. Warum klopft es da? Es klopft. Dann drückt man gleich mal drauf, oder? Hallo. Unter der Tatami nachsehen. Was ist das? Nein. Warum sind da auch zwei so Dinger? Nein. Nein. Okay, Tatami ist die Decke. Will ich jetzt mal sagen. Hä? Aber da war doch gerade jemand. Was ist denn Tatami? Okay, jetzt muss ich doch noch gucken. Tatami. Oh, Titanic? Nee, Tatami. Matten. Viel Maßen einfach. Was? Ach so, das ist einfach. Ist eine dämmende und dämpfende Matte aus Reisstroh, die in Japan als Fußboden in Washizu-traditionell gestalteten Zimmern verwendet wird. Das ist doch aber. Ach. Oh, Leute, das wusste ich gar nicht. Also, da bin ich etwas weltfremd wahrscheinlich. Ich dachte, das ist immer der richtige Boden. Aber da ist dann Holzboden und dann sind die Matten drauf. Das sah mal so also bündig aus. Okay, was ist das? Zeitungsstück C. Cool. Was kann man damit machen? Vielleicht kann man das mit einem Raben eintauschen. Und Yokos Tagebuch. Warum hassen sie mich so sehr? Alle reden hinter meinem Rücken über mich und ignorieren mich. Was habe ich ihnen denn getan? Alles in meinem Leben ging den Bach runter, bis ich ihn an Tempel getroffen habe. Er sorgte für mich, er liebte mich. Huch. Mensch. Er sagte, unsere Beziehung müsste geheim bleiben. Ah ja, wirklich so lieben, also so, ne? Aber wieso? Ich möchte einfach nur in seiner Nähe sein. Solange ich ihn habe, bin ich glücklich. Okay, dann ist der Mönch oder dieser andere Tier, ach, ich weiß es nicht mehr, diese komische Vereinigung da, diese andere Hippe. Vielleicht irgendwie auch schon mit dem Bunde, ne? Aber das sieht doch nicht aus. Das sieht halt wirklich aus, als ob da jemand liegt, ne? Bäh. Aber warum klopft es dann ja auch die ganze Zeit? Jetzt hört man es, ne? Ja, der Ausschlag ist laut genug. Und wieso kann ich das nicht mitnehmen? Okay, die haben mich ja hier auch alle gehasst, ne? Also nicht gehasst, aber komisch angeredet, die meisten. Und dann, also die Schwester. Und haben dann blöd gelästert oder halt, der Junge hat behauptet, dass wir die Hand da reingeschickt haben im Ventilator. Aber was mache ich jetzt mit der Süßkartoffel? Das ist eigentlich die Frage, ne? Aber warum klopft es da? Lass mir mal bitte da auch noch mal rein. Ja. Und die Mutti ist halt einfach weggefahren. Die interessiert es nicht, ne? Die Schwester soll mal nachgucken, was mit der anderen Schwester ist, weil sie sich meldet und Mutti bringt sie hin, aber fährt dann auch wieder. Wie auch so mal. Ganz klar. Hab keine Zeit für so einen Scheiß. Okay, es klopft. Diese Taschenlampe, ne, diese Nachtsicht auf 10 cm, das ist echt zum Kotzen. Ne? So, und da ist nix. Da komme ich natürlich auch nicht rein. Ist ja klar. Okay. Zeitungs. Aber warum mache ich, habe ich denn ein Zeitungsstück, wenn ich das nicht lesen kann? Okay, vielleicht. Okay, der Schlüssel da auch nicht. Ich meine, für. Oh, damit könnte ich mir ja hier vielleicht, ne? Nein? Nicht? Gar nicht. Oder hier? Und ist dieser komische Schwengel da oben auch wieder da? Nee. Ist der auch geopfert worden? Weil er einer Gläubigen unten rum den Hof gemacht hat? Ach, Krähe, bitte. Hier. Nimm bitte das. Nein. Gib mir die Chipkarte oder was auch immer du da hast, ey. Kartoffel. Okay, Kartoffel hat er genommen. Schließfach. Oh. So, was ist damit? Nix, ne? Nein, auf keinen Fall. Okay, alles klar.
Damit geht das, okay. Ich hätte die letztes auch schon dahin, aber die ist gar nicht mehr blutig jetzt auf einmal, ne? Das hätte ich mir ausprobieren müssen. Okay, die kann ich nicht wegschmeißen. Das kann ich auch nicht wegschmeißen. Okay. Und damit kann ich halt einfach nichts machen. Okay, ich hätte mehr ausprobieren sollen anscheinend, mit den wenigen Sachen, die ich habe. Das letzte Mal hat man ja auch die Kartoffel, aber da war die Krähe schon längst weg. Ganze Süßkartoffel. Okay, cool. So, was ist das jetzt? Das ist Müllplatzschlüssel. Ja, leck mich am Arsch, da geht's jetzt selber voran. Da greift der ein ins andere Abflussrohr. Ja, natürlich ist die. Ah, ne, die ist doch da. Ich dachte schon. Die Puppe ist jetzt weg. Okay, jetzt ist sie noch da. Mal gucken. So, jetzt kann man wenigstens das Abflussrohr. Damit kann man auch jemanden gut über ein Ömmes hauen. Das machen wir jetzt noch dran, würde ich sagen. Bevor wir hier. Ja, was können wir unsere Wäsche ja nicht waschen? Wir müssen auf jeden Fall den Tag noch fertig machen, sonst schweige das Spiel nicht. Machen wir auch. Ah, so, jetzt hier, bla, ran. Okay, geht nicht. Ich hab's doch nur in der Hand, ne? Ne, hab ich nicht. So, das ist jetzt. Das ist schon mal cool. Okay, jetzt ist es nicht mehr verschlossen. Hä? Ach, okay, die Maschine hat nicht aufgemacht, man braucht keinen Schlüssel, weil sie abpumpen wollte und deswegen wartet sie so lang, ne? Macht man ja auch. Ne? Nee. Okay, in dieses versiffte Ding hauen wir jetzt die Dinger. In dieses versiffte Ding hauen wir jetzt die Handtücher. Boah, das war ja Express. Ich weiß nicht, ob die noch Muffin haben. Ich glaube, da ist noch wirklich alles dran. Ich glaube, da ist wirklich noch alles dran an sonstigen Haaren und Hautschuppen und na? Körperflüssigkeiten nach 2 Sekunden. Ich glaube, das ist eine Illusion. So, jetzt hauen wir die dann einfach wieder drüben hin und dann sind wir durch für den Tag. Bitteschön. Die Arbeit ist erledigt, geh dich waschen. Ach, jetzt müssen wir uns doch waschen. Ja, aber wenn ich das zeige, ne? So, natürlich, den gleichen Platz. Sind ich und meine Schwester sehr ähnlich. Aber ich habe schon gelernt, dass ich da auftreten muss, bevor ich hier weg kann. Seit wann habe ich denn ein Spiegelbild? Oh, cool. Ich bin der Geist, oder was? 5 Minuten. Ja, wenn ich 5 Minuten nur noch habe, dann laufe ich halt heim. Huch. Was? Dein Haar ist zu dicht. Für was denn? Spiel jetzt stresst mich aber halt, ne? Für was ist mein Haar zu dicht? Ja, also ich gehe davon aus, dass ich den Teil nochmal spielen muss. Weil ich jetzt nicht keine Ahnung habe, was ich da machen kann. Damit mein Haar nicht mehr so dicht ist. Mich da hinsetzen, mich frisieren lassen. Ich sehe halt auch sehr wenig. Ah ne, das Haar ist zu dicht, nicht mein Haar, sondern das Haar, okay. Okay. Soll ich dann das Haar einschäumen? Conditioner braucht das Haar anscheinend nicht. Okay, alles klar. Gut, keine Ahnung. Also, was machen wir denn hier? Shampoo. Haarschale. Okay, man muss wahrscheinlich das Richtige reinhauen und dann wär das cool gegangen wahrscheinlich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, was ich da mache. Glaub's ja nicht. Hocker? Weil die Badehocker sind ja nur hier, ne? Ja, okay, das müssen wir nochmal machen. Das heißt, da war ich zu unvorbereitet.
Keine Ahnung, das dahin, die Schale, nee, Badeschale, warte mal, Badeschale, komm, machen wir Badeschale, machen wir dahin. Zack. Zack. Da werde ich mir dann nochmal mit euch in Ruhe überlegen, wie wir es machen. Weil wir die Chance nochmal bekommen sollten. Ich denke mal schon. Die quietschen. Da, die kommt dann rein. Noch mal eine Badeschale. Kommt da auch noch eine hin? So, jetzt habe ich nichts mehr. Können wir noch was holen? Nee. Ja, scheint nicht richtig zu sein. es gibt ja auch überall Möglichkeiten, was hinzustellen. Das ist das andere. Das Badeende weiß ich nicht, ob die richtig ist. So, kein Plan. Dann gucken wir halt wenigstens noch, was passiert jetzt. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, da was hinzustellen. Ich meine, hey. Was ist jetzt verkehrt? Was ist richtig? Oder? Könnte ja überall so sein. Ich meine, hä? Okay, nee, keine Ahnung. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal. Bedanke ich mich jetzt schon mal? Naja, komm, bleib noch ein bisschen. Doch, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir das richtig machen hier. Bevor es jetzt so laut wird, dass ich mich hier nicht mehr bei euch verabschieden kann. Und ich hoffe, es geht dann noch. Schau jetzt einfach mal. Raus kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht. Vielleicht gibt es auf der anderen... Vielleicht gibt es auf der anderen Seite auch noch was zu tun. Nee? Könnte das sein, dass wir hier auch was... Nee? Nee, sind keine Pfeile. Aber hier könnte man vielleicht gucken, wo wir es hin tun müssten. Das ist wahrscheinlich der Trick, wenn man so sagen will. Die Ente ist da drüben drin und die Bade... Wo sind denn die gelben Dinger? Ach, da. Okay, das muss man auch erstmal checken, aber... Ich meine, jetzt hat man es ja gecheckt. Dann spiegeln wir das einfach. Ja. In 4 Sekunden schaffen wir das dann. Ich hoffe, wir können jetzt nochmal alles machen. Ich bleibe einfach stehen. Mit meinem Schlüssel. Schlüssel zum Glück. Also bis halt der Bruder kommt. Oder die Mutti. Aber die Mutti kommt schon. Okay. Ich hätte aber das gerne nochmal gemacht. Okay, ich hätte es gar nicht schaffen können. So, Leute. Jetzt aber. Oh, ist das Spiel laut. Oh Gott, jetzt müssen wir das nochmal machen. Ich mache das in... Nee, müssen wir nicht. Cool. Sehr schön, danke Spiel. Wir sehen uns morgen. Nee, übermorgen. Mit der richtigen Lösung. Bis dann, servus.